Okay, hier ist nichts. Also, naja, hier ist kein Gegner, zumindest zum Verspeisen. Aber es waren ein paar Münzen da. So, das sind jetzt nochmal... Oh Gott, jetzt noch 9 Münzen. 9 Münzen. Zum Preis von 10. Oh, ich hätte jetzt 5 Münzen mehr gehabt. Hätte ich... Ah. Mann, 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 Mann. Okay, hier oben ist gar nichts. Ist ja ein Ding. Ich hab für eine Freundschaft unter Klassenkameradinnen gesorgt. Das ist toll. Was man nicht so alles erfährt, wenn man dann tatsächlich mal einen Livestream macht und dabei, naja, seine... Ich sag das nicht gern, Fanbase. Ein bisschen besser kennenlernt. Aber so lerne ich mal auf einen Schlag, was ich in 6 Jahren so alles gemacht habe. Außer Let's Plays. So. Ich lasse mich am besten einfach noch ein paar Mal fliegen. Und... Oder ist hier noch was? Nee, Münzen gibt es hier bestimmt nicht. Nein, nicht mein Leben. So, ich habe da mal ein bisschen moderiert übrigens im Chat. Da war jemand drin, der hat immer nur die ganze Zeit Kram gespielt. Kram gepostet, der keinen Sinn macht, meine ich. Mei, ich spiele hier Kram. Ums. Oh, das will ich doch gar nicht. Was ist das überhaupt? What the fuck? Oh. Boom. Und was bringt mir das jetzt, Zahlen zu sammeln? 5, 6, boom. Okay. So, mir fehlen jetzt immer noch 4 Münzen. 4 Münzen. Wie kriege ich jetzt noch 4 Münzen zusammen? Da sind schon 2 davon. Meine Güte. Das muss ich alles Mark erzählen, was ich hier lese im Chat. Sich Leute meine Parts als Hörspiel einfach mal so ziehen. Als MP3. Moment, wieso als Hörspiel? Aber da sind doch keine Rätsel drin. Keine sichtbaren zumindest. Hörrätsel. Hm. So, eine Münze noch. Eine Münze. Wie kriege ich noch eine Münze? Der ist schon tot. Beziehungsweise der hat schon keine mehr. Der hat schon keine mehr. Ist hier unten noch einer, der vielleicht... Der da! Der hat bestimmt noch eine! Und ich... Hatte der keine mehr? Och Mann! Na okay, ich war ja hier schon durch. Das gibt's nicht! Das gibt's einfach nicht! Ich kann nicht an einer Münze verzweifeln und das ist sowieso nicht. Oh, wie weit mein Mega Man Fangame / Gravity Falls ist. Ehrlich gesagt, 2 Level sind davon, naja, das zweite Level ist fast fertig. So. Oh, das wird Mist. Das wird richtiger Mist. Komm schon. Moment. Ich muss das jetzt nämlich hier ganz gut hinkriegen, weil sonst falle ich runter und muss nochmal hochkommen. Und. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wow. Puh. Wieso soll es mir besser gehen? Mir ging es immer schon blendend. Aber ja, es ist schön, das zu hören. Nein, hier wurde gefragt, durch die ganzen Geschichten, die ich so lese, geht es mir dadurch besser?
Mir geht's auf jeden Fall sehr gut dadurch. Das zu hören macht mich fröhlich. So. Die Holzpflöcke, ja, wenn ich dran drum rumrenne, dann kriege ich auch Münzen und die habe ich schon. Und das Stampfen, das hat nichts extra gebracht. So, jetzt sind wir aber wirklich hier weiter. Und ich habe endlich alle Münzen hier in diesem Bob-Omb Battlefield. Und zack. Was dieses Freundschaften schließen durch LPs angeht. Ehrlich gesagt, ich habe auch schon durch das, dieses ganze Zeug ein paar Freundschaften geschlossen. Mit Leuten, weiß ich nicht, die das gleiche gemacht haben. Oh Mann, hier wird es ja langsam dunkel. Ich mach mal Licht an. Also mit Leuten, die Ähnliches gemacht haben, teilweise auch mit Leuten, die ja, mich auch über längere Zeit geschaut haben. Weiß ich nicht, man kam dann so ins Gespräch oder weiß ich nicht, genauso Tessaiga, die ganze Geschichte, die hat ja auch über YouTube angefangen. Also das war, man, weiß ich nicht, sie hat mich mal angeschrieben, hat für mich dann Sachen gemalt und dann, ja, weiß ich nicht, sind wir gute Freunde geworden. Die Frage verstehe ich nicht. Können dich andere denn noch ansehen, wenn du so blendend bist? Blendig? Ich weiß nicht, was da gemeint ist. So. Sie ist verschlossen. Auf der anderen Seite der Tür schreit jemand. Okay. Was ist hier? What is that? What? Aha. Wir sind auf Isla Delfino gelandet, zumindest der Musik nach zu urteilen. Oh, schöne Musik. So, dann let's playen wir jetzt hier mal Super Mario Sunshine. Nur leider ohne den Fleck weg. Ah, nein, 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 nein. Bleib hier, mein Sternchen. Oh, du böser Lakito, du. Zack. Und Nummer 2. Und bitte triff mich nicht. Danke. So, was haben wir hier? Kann ich dem den denn einfach wegnehmen oder muss ich da noch was anderes tun? Komm schon, ich krieg dich. Und den Stern. Puh. Ha. Geschafft. Okay, nächster. Geht ja flott. Wupp. Muss ich hier hoch? Und? Nee. Was ist denn das Teil? Oder ist das unten drin? In der Insel irgendwo? Aha, aha. Da hätt's mich ja fast übertölpelt. Ich finde, Super Mario Sunshine ist eins der besten 3D-Marios aller Zeiten, wenn nicht sogar das beste 3D-Mario aller Zeiten. Wollte ich jetzt nur mal auf diese Frage, die da im Chat steht, geantwortet haben. Nein, wirklich, ich mag das Super Mario Sunshine, weil man da so tolle Möglichkeiten hat, sich zu bewegen. So. Und, was steht denn hier? Im Moment. Ich will einen Nutzer... Na? Gucken wir mal. Was, warum klappt das so nicht? Ich kann gerade in dem Chat nicht moderieren, weil da ist schon wieder dieser Nutzer, der sonst nur Kram schreibt. Aber es wird nicht richtig angezeigt, was da... Ah, okay, hier. Nutzer vorübergehend sperren. So, und wenn das nochmal passiert, dann bist du raus. Tut mir leid. Ich mag Galaxy nicht so sehr. Tut mir leid. Die Wii Mario 3D-Spiele sind nicht meine Welt. Aber ich kann jeden
Also ich habe nichts gegen die Leute, die... Moment. So. Ich habe nichts gegen alle Leute, die Super Mario Galaxy mögen oder sowas. Ich habe es auch schon gespielt, aber ja, ich glaube nie durch. So, was haben wir hier? Eine 8-Sterne-Tür. Die ist leider gerade nicht... Oh doch, die kann ich öffnen. Tada. Die Tür füllt die Macht der Sterne und öffnet sich langsam. Ja, spüre die Macht. Spüre die Macht meiner Sterne. Was ist das denn? Das ist ein... Ein Mario. Genau, Geschmäcker sind verschieden. Oh mein Gott. Oh nein, Moment. Ich glaube, also ein bisschen habe ich Mario 64 DS schon mal gespielt und hier war ich schon mal. Ich weiß, was das ist. Hier gibt es nämlich einen Goomba. Den da nämlich, der mich da runtergestoßen hat. Nein, es gibt hier mehrere Goombas, aber es gibt auch einen ganz bestimmten. Okay. Ah, hier muss ich unten lang. Okay. Damit ich zumindest die rote Münze kriege. Und die will ich jetzt. So. Und hopp. So. Was ist das? Und wenn ich den runterstampfe, kriege ich dann was Schönes? Naja, Münzen halt. Und die meisten davon... Nein, die fallen gar nicht runter. Gut. Oh, das war nix, aber das war was. Okay, wo sind die nächsten? Komme ich denn überhaupt an alle Münzen ran? Das ist ja die nächste Frage. Da ist was. Da geht's als nächstes erstmal hin. Hab. Und... Nein! Na. Ach, komm schon! Na, okay. So. Jetzt erstmal die Kamera drehen. So wie es sich gehört. Und damit haben wir schon die dritte Münze. Und ein bisschen Schaden. Warum dreht sich denn die blöde Kamera? Gerade wo ich so gerade laufen kann. Oh, eine Dornenranke. Ich will lieber das Lakito-Ding haben, wenn es nach mir geht. Nee, eine Dornenranke ist das nicht, weil die hat keine Dornen. So. Okay, da hoch kann ich. Fragt sich nur, was da ist. Wow! Ein tiefer Fall war das. Na gut, dann nochmal hier hoch. Zack, 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 zack. So, diesmal. Diesmal werde ich ihn einfach nur... Ja, was mache ich denn hier? Oh Gott! So. Und jetzt bitte, gib mir erstmal eine Münze. Danke. Hui. Okay, das ist ein Punkt, da kann ich mitgehen. Rosalina hat tatsächlich mal eine Story, was in Mario-Spielen ja seltener ist. Puh. Bam. Oh, und beide Münzen fallen runter. Ich glaub's nicht. Okay. Was ist das denn jetzt noch? Ich sehe schon, komm, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber gehen wir da mal rein. Und schwupp. Ah, das ist dieser Goomba. Boah, 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 ich bin kein gewöhnlicher Goomba. Ich bin Goombos, der große Goomba, der großartige Pumba-Goomba. Er ist der Freund von Timon. Er ist Pumba.
Mario trampelt uns ständig auf der Nase, dem Kopf herum. Aber nun hat sich das Blatt gewendet. Ich habe ihn eingesperrt. Ich wette, er heult und schluchzt wie ein kleines Kind. Mit dir dagegen habe ich nichts zu schaffen. Also hau ab. Ich wüsste nicht, wie ein fossiles Weichei wie du meine Stampfer überstehen sollte, ohne zu Rührei zu werden. Ich würde sagen, das geht ganz einfach, denn ich gehe hier hinter den. Und da. Blüpp! Au! Okay, das war Nummer 1. Oh nein! Ah! Ist der jetzt einfach größer geworden und ich kann ihn trotzdem besiegen? Gut. Na, dann bin ich ja froh. So, jetzt, habe ich hier ein kleines Problem. Ah. Aber das hier heißt, der heißt doch Goomboss und nicht König Goomba. Blüpp. Oh, oh. Ah, ich habe ihn auch getroffen. Geschlagen von einem Männlein wie dir, wie konnte das nur passieren? Hat das Schicksal es bestimmt, dass die Goombas immer nur verlieren? Ich habe Mario, wie du weißt, eingesperrt. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu seinem Gefängnis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe tatsächlich verloren. Oh. So. Du.